Ja, moin moin moin, The Last Voodoo Man hier und ich habe Lust zu spielen. Ja, nachdem wir den Drachengott getötet haben, fehlt uns eigentlich nur noch Latria. Das Ding ist, einige Sachen möchte ich noch nachholen, bevor es weitergeht. Und zwar habe ich wenigstens ein paar Items in Boletaria vergessen und ich möchte den Drachen töten. Und dafür werden wir die Fäulnispfeile brauchen. Ich hoffe, das sind genug. Ansonsten nehme ich mir schwere Pfeile mit. So viele es geht. Ja, fast alle. Dann gucken wir mal, was wir noch deponieren können. Weil es wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Klebriges weißes Zeug werden wir nicht brauchen. Kompositbogen werden wir auf jeden Fall brauchen. Die Fäulnispfeile, die sollte ich mir vielleicht aufheben. Je nachdem, wie viel Schaden ich bei dem anrichte. Hört ihr das? Muss wohl ein Hubschrauber sein. Oder sowas, ich weiß es nicht. Dann, ja, das sollte eigentlich reichen. Dann gehen wir zur Phalanx. Und sehen so, dass wir den gekillt kriegen. Es gibt zwei Orte, wo man den snipern kann. Und ich werde mich zuerst in den nächsten begeben. Das ist genau vor der Brücke, an dem Punkt, wo man ihn auslöst, aber nicht von ihm getroffen wird. Ist aber ein bisschen schwer vorherzusehen, ob man ihn nun trifft oder nicht. Denn er kommt dann sozusagen aus dem Bild heraus, dann so angeflogen. Man muss dann im Takt bleiben, wenn man so will. Und je nachdem, wie viel Schaden ich mache, wenn ich denke, dass ich weniger als 200 Pfeile brauche oder so, dann sniper ich ihn so. Ansonsten benutze ich die Fäulnispfeile. Und für den zweiten Drachen, gegen den wir später kämpfen, im letzten Teil dieses Levels, au, dafür werde ich mir mehr Pfeile kaufen. Ja, die hier kill ich nochmal. Ich habe ja gemerkt, wie wichtig die Scherben sind. Ich hätte vielleicht doch ein paar farmen sollen. Naja, ist ja nicht schlimm. Getroppt? Nö. Ich werde nicht jeden Einzelnen hier hinterher laufen, aber so die paar, die doch wenigstens auf dem Weg sind, die kann man sich ja mitnehmen. Es gibt einen relativ einfachen Weg, den zu besiegen. Aber ich habe ja dummerweise keine Magie. So, dann gucken wir mal, wo wir uns hinstellen müssen, um ihn auszulösen. Ich glaube, hier ist in Ordnung. Na? Yes. Jupp, hier ist in Ordnung. So, dann schauen wir mal, wie viel Schaden wir anrichten. Ansonsten können wir auf den ersten Turm drauf. 3, 2, 1. Ich gehe lieber auf den ersten Turm. Ich glaube, da kann ich wenigstens einigermaßen sehen, wie viel Schaden ich anrichte. Und ich habe die ganzen Items nicht mitgenommen, die sonst hier liegen. Aber egal. Brauche ich sowieso nicht. Ich habe das restliche Spiel ja auch ohne gemacht. Also was soll's. In den Boden gestampft. Ihn auch. Wow. Hätte nicht gedacht, dass die mich nicht treffen. So, man kann sich dann hier hinstellen. Und versuchen ihn zu snipern. Wir haben 600 Pfeile, das muss doch genug sein. Jetzt müssen wir einfach nur noch den richtigen Winkel finden, wo wir schießen können. Ich glaube, das war zu hoch. Ich mache hier mal Fast Forward rein. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Ich glaube, diesmal habe ich ihn getroffen. Einmal wenigstens. So, schauen wir mal, wie lange das wohl dauert. So, da haben wir ihn endlich. Nach
fast 100 Pfeilen, wo ich sogar noch glaube, dass ich eine ganze Menge daneben gefeuert habe. Und gerade mal 10.000 Seelen oder sowas bekommen. Naja. Wir haben eine Drachenseele bekommen. Ich weiß nicht gerade, wofür man die braucht, aber wir können ja mal gucken. Das zweite, was ich jetzt will, ich will zu dem Nest der Drachen zurückkehren. Dafür müssen wir vom Bossraum von Phalanx aus nach links, glaube ich. Und wenn ich mich nicht irre, da ist dort der Ring, der die Equipment-Last nach oben bringt. Dann könnte ich rein theoretisch auf den Ring der Adhäsion verzichten, weil ich dann mein gesamtes Rüstungsset anziehen kann. Aber nur vielleicht. Schauen wir mal. Oder auf den Diebesring. Der Diebesring macht zwar sehr viel, viel einfacher, aber für Bosskämpfe ist er dann doch nicht unbedingt geeignet. Und dann möchte ich doch eine Alternative dabei haben. Vor allem, weil es einen Bosskampf gibt, wo der Diebesring einem ganz schön übers Ohr ziehen kann. Übers Ohr hauen. Weil die Bosse eine dumme KI haben. Die Bosse einfach verschwinden lässt, sozusagen, wenn man so will. Jetzt weiß ich nicht, muss ich nach rechts und nach links? Ich glaube, ich muss wirklich nach links. Also, wo der schnellste Weg dahin ist, nicht? Den Weg kenne ich. Ich musste mir nur gerade vor Augen halten, wie lang das eigentlich ist, bis dahin. Auch nichts gedroppt. Schade. Wir sind hier in weißer. Nee, wir sind in neutraler Weltintendenz. Dann ist es kein Wunder, dass Dinge nicht so gut droppen, wie ich mir immer erhoffe. Au. Ah, zum Kleinigkeiten heilen. Wir müssen auch später nochmal hierher zurück. Weil kurz vorm Endboss bekommen wir den Schlüssel zum Mausoleum. Und das Mausoleum ist auch nochmal ein wichtiger Ort, den wir besuchen müssen. So, jetzt seht ihr mal, wie das aussieht, wenn man diese Bereiche falsch rum macht. Ach, ich sollte das Ding auch zweihändig benutzen. Ah, das Sklavenschild. Mann, Mann, Mann. Braucht doch keine Sau. So, jetzt gucken wir mal. Au. Wenigstens sehen mich die Typen da hinten nicht. Ja, ihr schießt nicht. Okay. Okay, einhändig ist dann doch meistens besser. Zumindest von der Reichweite. Jupp, gefällt mir. Und ihr seht schon, der Kerl schlicht und ergreifend kommt nicht, weil er tot ist. Haha. Mann, 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 ich liebe diesen Zweihänder. Also diese Version vom Zweihänder. Ist ja gro das Großschwert in diesem Spiel. Aber ich weiß nicht. Ich finde, das ist so eine Mischung zwischen den beiden, wenn man die Version jeweils aus Dark Souls nimmt. Ja, Fat Rolling. Au. So. Ich glaube, da haben wir es jetzt. Ich hoffe, das ist es. Ich hoffe, das ist das Item, was ich hoffe, dass es ist. Wie gesagt, ich habe das ganze Spiel nicht mehr im Kopf. Man kann die, glaube ich, auch früher wegjagen. Oh, der blaue Drache ist ja noch hier. Okay. Dann jagen wir ihn mal weg. Oh. Ich mache keinen Schaden. Ich hoffe, hier trifft er mich nicht. Wieso treffe ich den Kerl nicht? Das ist scheiße. So, man muss hier seinen doppelten Schlag, glaube ich, abwarten. Oder doch nicht? Doch. Eins. Komm schon, mach was. Au!
Nee, das war nur ein Ring der Flammenresistenz, aber das ist ja immer noch ein Item. Wisst ihr was? Ich mache ein neues Fast Forward hier. Ich mache jetzt so, wie ich es sehe, immer die halbe Stunde voll. Und mache dann Fast Forward. Naja, ich will. Erstens, ich will euch nicht langweilen mit den ganzen langen Wegen, die ich immer zurücklegen muss, ohne was Neues zu zeigen. Zweitens, habe ich dann einen besseren Eindruck, wie lange die Batterie immer hält, weil etwa eine Stunde bis 1,5 Stunden für jedes Mal komplett aufladen. Und ich habe dann die letzten paar Male so teilweise so, sagen wir mal, 40 Minuten teilweise in eine Folge gesteckt und habe dann völlig die Zeit aus den Augen verloren. Fail. Einen Tag nicht gespielt und schon bin ich rostig. Come on, free backstab. Okay, fast forward. Ab jetzt. Seelen. Ich habe genug Hartseelen für alles Mögliche. Also, was soll's, was soll's. Kann ich mitleben. In Dark Souls 1, das weiß vielleicht der ein oder andere, gibt es diese. Wie heißen die Viecher? Das sind so, so Krabbelfiecher. Es gibt gute und böse von den Viechern. Und die erscheinen im Multiplayer bzw. im Online-Modus, wenn jemand in der Nähe gestorben ist, mit sehr vielen Seelen oder mit viel Menschlichkeit und so weiter und so fort. Das geht auch mit einigen Items, wenn die liegen gelassen werden. Zwei Flügelschwere bekommen. Und wenn da jemand gestorben ist und man ist zufällig im ähnlichen Serverpool, dann kann man durchaus manchmal so ein paar nette Sachen abgreifen von den Dingern. Habe ich mir sagen lassen. Ich kenne jetzt das ganze Loot-Table nicht. Aber klingt interessant. So, ja, das. Naja, behalten wir mal. Dann, ja, die Drachendämonenseele. Die sollte ich wegtun. Und, ach ja, den Bogen sollte ich vielleicht nochmal aufrüsten. Wir haben jetzt ein paar Sachen bekommen. Mist, Anstandsscherben fehlen. No entry. Egal. Sendupin, was hast du zu sagen? Zum Wunder. Pralle, heldenhafte Drachengottseele. Gottes Zorn, naja, das ist ja AE, den kann man ja. Magiebarriere, den brauche ich auf jeden Fall, glaube ich. Und Auferstehung. Hoho, das ist auch ein schönes Wunder. Oder? Schickt alle die Wirkung gegen den Dämon zurück in ihre Heimatwelt, gibt ihnen ihre lebendigen Körper zurück. Dieses Wunder bietet der gefallenen ehemaligen sechsten Heiligen Astrea die Stirn. Ach, dann kann man damit schwarze Phantome in ihre Welt zurückschicken. Oder was? Und dann sozusagen, hey, ich gebe dir die menschliche Form zurück und stattdessen lässt du mich in Frieden, oder was? Sowas in der Richtung. Zweitleben ist auch schön. Damit kann man sich wiederbeleben lassen, wenn man gestorben ist. Yes, Das ist halt ein Buff, der eine Weile wirkt, glaube ich. Und wenn man dann stirbt, wird man mit der Hälfte des Lebens wieder ins Leben zurückgeholt. Dann gucken wir mal, was Yuria anbietet. Zauber erlernen. Feuersturm. Oh, klingt cool. Klingt cool. Waffenfluch, ja. Das ist die halt eine wirklich heftiger Buff. Dann gucken wir mal, kann ich mir schon Zauber merken? Ich habe keinen einzigen Slot, soweit ich weiß, oder? Ich brauche auf jeden Fall Magiebarriere, deswegen kaufe ich mir den jetzt. Und mit dem Rest müssen wir gucken. Wenn ich das Ding jetzt schon ausrüsten kann, wäre cool. Dann habe ich nämlich schon was für den Boss, der jetzt kommt. Gleich, hoffentlich. Je nachdem, wie schnell ich bin.
Du hast nicht die erforderliche Dämonenseele. Ach ja, okay. Welche brauche ich? Ich glaube, die stürmische. Ups. Nee, weg hier. Ja, stürmische. Yes. Sorry, dass das hier so lange dauert wieder, um irgendwas auf die Beine zu bekommen, aber Vorbereitungen müssen auch manchmal sein. Ach, wo gehe ich denn hin? Hier. Graue, Drachengott, glühende, harte, jungfräuliche, verwirrt. Da, die stürmische. You have a... So. Dann hoffe ich, dass ich das Ding auch schon benutzen kann mit dem neuen. Jawohl. Wenigstens brauchen die keine normalen Seelen noch zusätzlich. So, dann. Ach ja, wir sollten das Ding auch merken. Sonst funktioniert das natürlich überhaupt nicht. Merken. Magiebarriere. Gedächtnis reicht nicht aus. Okay. Dann kommen die nächsten paar Level in Spell-Slots. Was haben wir hier? Nee, hier wollen wir nicht hin. Da wollen wir hin. Das ist nämlich das letzte Level, was wir noch machen müssen. Der Turm von Latria. Latria, Land des Elfenbeinturms der Königin. Ein alter Mann kerkerte die Familie der Königin aus Rache in einem von Monstern bewachten Gefängnis ein, aus dem nur ihre Schreie entkommen. Mhm. Cool, cool. Ja, diesen alten Mann werden wir auch treffen. Wir haben noch etwa 5 Minuten. Und dann mache ich einen Cut. Das reicht wenigstens, um sich ein bisschen was anzugucken. Und hier Seelen-Vinland, übrigens, ist die Schwester von Gal-Vinland. Da gibt es, ich glaube, ein Pure White World Tendency Event zu, aber... Können wir nicht machen, weil wir in diesem Level, glaube ich, gar nicht mehr auf Pur Weiß kommen, weil wir einmal in Körperform gestorben sind. So. Dies ist ein Gefängnisblock. Einer von 2. Den zweiten kann man leider komplett nicht betreten. Der wurde wohl aus dem Spiel entfernt. Da hinten, das ist so eine Wache, die sieht ein bisschen aus wie Cthulhu. Und auf Englisch nennen sie die immer Soul Flare, weil es, glaube ich, in Dungeons and Dragons einen Gegner gab, der so hieß und auf dem die basieren. So, es gibt jede Menge Türen, die verschlossen sind. Man muss aber aufpassen, welche man sich aussucht. Manche bringen was, manche überhaupt nichts und stattdessen kommen nur ein paar Gegner frei. Das muss nicht sein, wie hier zum Beispiel, aber man kann sie trotzdem, wenn man will, töten, aber die bringen so wenig Seelen. Diese Viecher sind Magier, ganz nebenbei gesagt, und haben einige Zauber im Repertoire. Einer ist ein Stunt-Zauber. Dann, wenn die einen gestunt haben, dann Dankeschön. Dann machen sie eine Greifattacke, die ziemlich viel Schaden anrichtet. Und hier, diese Schlüssel darf man nicht vergessen. So. Zweitens haben sie halt ein ganz normales Projektil, glaube ich. Sollte ich mal abrüsten? Jetzt kann ich auch wieder... Genau, das wollte ich. Und, ja. Das ist übrigens Lord Rydell, der hier sich gemeldet hat. Oh, Rydell, die können sich nicht entscheiden, wie sie den nennen wollen. Und das hier ist das Zauberer-Anfänger-Set, womit, glaube ich, der Adlige anfängt. Und das gehört zum Pure White World Tendency Event, dass man ihn befreit. Beziehungsweise, man bekommt durch das Event den Weg zum Schlüssel freigeschaltet. Und, ja. Gehört dazu. Man bekommt, glaube ich, eine legendäre Heldenseele oder sowas, wenn man ihn freilässt. Hier sind jede Menge Typen drin. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, die zu befreien. Ich mach mal. Ne, war nicht gut. Hier ist nämlich nichts drin. Ich dachte, das sei eine große Zelle. Oh, und meine Waffe ist hier nicht sonderlich gut für geeignet. Das dachte ich mir schon fast. Man kann die leider nicht komplett wieder zumachen. Das ist schade. Angesehene Soldatenseele. Aber wir müssen ja nicht nochmal in diese Ecke rein. Quecksilberstein, okay. Weil hier ist keine Tür, hier ist kein Schlüssel oder sonst noch irgendwas. Nur diese 3 Zellen und man müsste jetzt hier hin. Aber wisst ihr was, ich mache jetzt hier einen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge und ich hoffe, dass ich in der nächsten halben Stunde den Boss noch erreiche. Um euch wenigstens zu zeigen, wie er aussieht und ob er mir in den Arsch tritt oder nicht. Auch ohne die Zauberbarriere, mal gucken. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.